Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Heute etwas anders. Ich werde 9 Loch spielen. Aber ich werde so spielen, als ob ich ein Handicap über 36 hätte. In meiner Tasche habe ich ein Holz 5, ein Eisen 5, ein Eisen 7, Eisen 9 und Sandwich und Putter. Und ich verspreche, dass ich nicht weiter als 150 Meter schlage mit meinem Holz 5. Mit dem Eisen 5 wird es um die 110 bis 120 Meter sein. Eisen 7 100 Meter glatt. Eisen 9 80 und Sandwich 60 Meter. Und mein Ziel ist es, genau Handicap 36 zu spielen. Also dieser Platz ist sehr Standard vom Rating. Also wenn ich 36 über Par spiele, dann habe ich genau Handicap 36 gespielt. Aber da ich heute nur 9 spiele, ist 18 über Par oder besser das Ziel. So hoffentlich wird dieses Video dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Okay, es geht los. Ich spiele jetzt das erste Loch von dem wunderschönen Lüttelsburger Golfplatz, der Schlossplatz. Und das erste Loch ist ein schönes, aber relativ kurzes Par 4. Ich werde als erstes, und nicht vergessen, ich habe jetzt ein Handicap über 36, ich werde den Schläger nehmen, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Und das ist ganz sicher mein Eisen 7. Wenn ich Handicap 36 spielen möchte, ist mein Ziel im Schnitt 2 über Par zu spielen. So, ich muss hier nicht weit schlagen. Ich muss den Ball ins Spiel bringen. So. Schönes Spiel. Und es ist so schön, wenn der erste Abschlag sitzt. So, du wirst merken, dass Entfernung ganz wichtig ist. Es ist eine ganz gute Idee, auch wenn du nicht lange dabei bist, eine Golfuhr zu kaufen. So, wenn ich keine Golfuhr hätte, gucke ich auf den Pfosten, den 100 Meter Pfosten. Nur was ich sehe, ist ein böse Penalty Area auf der rechten Seite. Und da möchte ich nicht rein. Das Ziel ist ja Doppelbogey. So, ich werde auf jeden Fall auf die sichere Seite gehen und einen Schläger nehmen, mit dem ich nicht die 100 Meter zum Wasser schaffen kann. Und das ist Eisen 9, weil von der Driving Range weiß ich, dass ich mit diesem Schläger 80 Meter schlage. So, ich ziele schön in der Mitte vom Fairway und ich versuche, den Boden zu treffen mit einem rhythmischen Schwung. Der liegt 1A. Nach jedem getroffenen, satten Ball hat man ein gutes Gefühl. Und das ist wichtig. Das ist eine sehr interessante Situation. Ich habe zur Fahne ungefähr nach 30 Meter. Und da ist kein Bunker vor mir, nur Fairway in Vorgrün. Und die Frage ist jetzt, soll ich den Ball hoch spielen oder flach spielen? Das hast du bestimmt dich selber schon gefragt. Und meine Empfehlung, also beides geht auf jeden Fall, aber am Anfang der Runde, da ist nicht viel Gefühl, man ist etwas nervös, spiele lieber einen Chip. Also lange Arme, lange Arme. Verlage das Gewicht und lass den Körper rotieren und komm in eine ganz natürliche Endposition, Schulter auf eine Höhe. Die Fehlerquote ist gering. Ist ein bisschen weit, aber ich habe eine Chance, sogar ein Par zu spielen. So, ich habe mit einem Bogey begonnen, was ein netto Birdie ist für mich mit meinem Handicap. Und das ist super, weil das ist ein Puff für später, weil später kommen schwierigere Löcher. Das kann ich dir versprechen. In dieser Phase deiner Karriere lohnt es sich, erstmal auf sicher zu gehen. Und das Loch 2 hier in Lüttelsburg hat es in sich,
Da ist ein schöner Graben vor dem Grün. Das Grün ist auch sehr schmal. Und da hinten sind die weißen Pfosten. Das ist aus. Wenn ich den Ball jetzt ausschlage, muss ich wieder vom Ausgangspunkt. Da ist ein Distanzverlust. Das tut weh. So, ich werde wieder mein Eisen 9 nehmen und den Ball vorliegen, damit ich einen leichten Pitch habe aufs Grün. Ich werde aber auch den Ball nach links vorliegen, weil die Fahne steckt rechts hinter einem Bunker. So, du kannst gerne auch an den nächsten Schlag denken und nicht nur an diesen. So, das war nicht links genug. Die Fahne steckt immer noch hinter dem Bunker. So, ich spiele nicht auf die Fahne. Bitte das vermeiden. Stattdessen nehme ich meinen Freund das Sandwich und spiele nach links und mache einen kleinen Pitch. Ein Pitch ist ein Dreiviertel Schwung. Oh, das war zu langsam. So, da ich nicht genug nach links gezielt habe, habe ich wieder einen schwierigen Schlag. Was viele Golfer von hier machen würden, die würden mit einem Pitching Wedge spielen. Und das ist einfach nicht genügend Loft. Der Ball muss hochfliegen, weil das Grün erhöht ist und da ist ganz wenig Platz hinter dem Bunker. So, nutze dein Sandwich aus und schwinge immer nach unten und durch. Bewege deinen Körper nach vorne und nach links. Das war besser. Okay, jetzt haben wir einen Putt zum Bogey. Und das macht uns glücklich. Was glaubst du, ist das Wichtigste beim Putten? Ich würde sagen, es ist die Geschwindigkeit, die Dosierung. Aber mehr dazu am nächsten Loch. Oh, Glück gehabt. Wieder ein Bogey gerettet. Glaubst du, dass ich an das Loch gedacht habe? Nein, ich wollte nur den Ball in die Nähe des Lochs bekommen. Der ist dann per Zufall ins Loch gerollt. So, höre auf, ans Einlochen zu denken. Denke nur Länge. Das Einlochen wird von alleine kommen. Ist das nicht ein tolles Loch? Hier in Lützelsburg wurde umgebaut und Loch 3 ist ein der mehreren neuen Löchern, die wir hier haben. So, falls du Zeit und Lust hast, unbedingt vorbeikommen. Du wirst diesen Platz sehr genießen und ich könnte dich auch trainieren. Mit Handicap 50, also alle Handicaps über 36, wenn man so ein Loch vor sich hat, woran denkt man? Was denkst du? Das ist klar. Nur dieses flüssige Zeug. Man denkt nur an das Wasser und leider, und das ist so menschlich, beeinflusst das Wasser deinem Schwung. Und höchstwahrscheinlich wird dein Kopf sagen, komm unter den Ball, um den zu heben. Dann trifft man den Boden zu früh oder man toppt den Ball und der Ball landet ins Wasser. So, das werde ich heute, weil ich möchte Handicap 36 schaffen, nicht gestatten. Und ich werde einfach vorliegen. Mein Eisen 9 kommt sehr viel in Einsatz heute. Und da ist ein schöner Durchgang auf der linken Seite. Und da werde ich schlagen, um den Ball schön vorzulegen. Und wenn ich weit genug schlage, muss ich danach nicht über das Wasser. So, das ist gut. Die Ausrichtung ist sehr wichtig. Was ich dir empfehle, ist immer dahinter erstmal zu stehen. Setz den Schläger auf, dass die Schlagfläche zu deinem Zwischenziel zeigt und dann richte die Füße zur Schlagfläche. Und dann weißt du, der Ball kann nur geradeaus fliegen. Und das tat er. Mein Ball liegt super. Ich bin sehr gut im Rennen. Aber leider werde ich jetzt einen Fehler machen, der sehr, sehr typisch ist, auch bei vielen, vielen Golfern, nicht nur bei Anfängergolfern. Ich richte mich erstmal gut aus, aber leider
fliegt mein Ball nach links. Der ist immer noch da, aber nach links habe ich geschlagen. Und das musst du wissen. Die Mehrheit von Golfern, wenn sie kurze Schläge in der Hand haben und kurze Spiel machen, schlagen nach links. Beim langen Spiel fliegen die Bälle nach rechts. Natürlich, ich spreche aus Rechtshänder. Das musst du erstmal beobachten beim Trainieren. Und was du tun kannst, um das zu beseitigen, ist entweder die Schlagfläche nach rechts drehen, bevor du den Schläger greifst, oder du richte dich etwas nach rechts aus und schwinge zu einem Punkt rechts vom Ziel. Da verlieren viele Punkte. Das merke ich immer wieder auf meine Golfreisen, dass die kurzen Bälle irgendwo da liegen und die langen irgendwo da. Wenn du einen Putt über 3 Meter hast, dann ist es besser, wenn du ausschließlich auf die Länge achtest, wie ich gerade erklärt habe, und nicht an das Einlochen. So, das ist ein sehr gerader Putt. Ich sehe das Loch, ich schaue das Loch ein zweites Mal an und dann während des Puttens sehe ich immer noch das Loch. Und das ist eine Pendelbewegung. Der Ball ist leider Gottes nicht reingegangen, aber den kriegen wir rein. Und von der Technik her bei den längeren Putts, da ist so ein Schwung gut. Das ist eher eine Pendelbewegung. Bei den kurzen sieht es etwas anders aus. Der Rückschwung ist deutlich kürzer als der Durchschwung. Und der Anhaltspunkt, der dir hier helfen wird, ist, hol nie weit aus dein hinterer Fuß. Und dann versuch den Schläger zum Loch zu führen, fast das Gefühl zu schieben. Und wenn die Grünen schnell sind, ist das eine sehr gute Technik. So, kurze Putts, nur bis da ausholen und dann ruhig durch. Längere Putts, dann denkst du an das Pendeln. So, jetzt gibt es ein 400, fast 70 Meter Par 5. Also Zeit für ein Holz, oder? Ein Holz 5. Gerade auf der Range habe ich aus Handicap 50 Spiele mit dem geübt. Es ging super. So, das wird bestimmt jetzt wieder passieren. Aber leider Gottes sliced der Ball. Und liegt dem aus. Da sind weiße Pfosten. Ich muss wieder vom Ausgangspunkt. Ich habe nicht daran gedacht, dass mit den längeren Schlägen der Ball nach rechts fliegt. Ich muss mich mehr nach links ausrichten. Und vielleicht auch ein bisschen stärker greifen, die Hände nach rechts drehen. Und außerdem sollte ich ruhiger schwingen. Diese Schläge wird mir nur was bringen, wenn ich meinen Schwung ruhig mache. Weil der Schläger bringt mir die Länge. So, ich muss den Schlag wiederholen. Dieses Mal aber mache ich das richtig. Versprochen. Ich hoffe, dass du auch sehen kannst gleich, dass ich langsamer schwinge. So, die Ausrichtung erstmal nach links. Das fühlte sich besser an. Und der Ball liegt. Es ist oft so, wenn man einen Fehler gemacht hat, da möchte man das gut machen. Und ja, am liebsten würde ich mein Holz 5 oder Eisen 5 nehmen. Aber tu das nicht. Hier ist ein Graben vor mir und du weißt, was dann oft passiert. So, ich nehme meinen Schläger, mit dem ich am sichersten fühle, mein Eisen 7, und schlage einen Ball nach vorne. Ich denke sehr an meine Verlagerung und meine Endposition. Und schaue bitte, wie weit ich aushole. Hole ich weit aus? Das bringt Sachen durcheinander.
Einen kompakten Rückschwung bedeutet einen solideren Ball, was am Ende mehr Länge für dich bringt. Leider läuft dieses Loch nicht sehr gut für mich. Ich bin jetzt im Fairway-Bunker. Nur wie du weißt, man kann aus dem Fairway-Bunker gerne ein längeres Eisen nehmen, wie ein Eisen 7. Hauptsache, man trifft den Ball zuerst und man kann Länge gewinnen. Aber hier in Lüttesburg sind die Bunker gemein. Aber schön. Und über diese Kante komme ich nicht mit dem Eisen 7. Also, ich nehme einen Schläger mit viel Luft, mein Sandwich. Ich spiele den Ball vorne im Stand. Und was wichtig ist, ist, dass ja, mein Kopf ist hinter dem Ball, aber ich möchte im Treffmoment nicht den Kopf weiter nach hinten bringen. Der Kopf bleibt, wo er ist, während ich den Unterkörper drehe. Nicht vergessen, den Schläger nicht aufzusetzen. Okay, so lass uns mal sehen, ob ich das rauskriegen kann. Oh ja. Oh, das ist keine schöne Lage. Ein bisschen sandig. Ich bekomme keine Erleichterung. Das sind keine Tierspuren. Ja, da muss ich durch. Ich muss wieder mein Sandwich nehmen, weil der Ball muss hoch. Da sind riesige Hügel hier vor mir. Und ich werde jetzt, um den Schlag einfacher zu machen, werde ich das Handgelenk aus dem Spiel nehmen. Ich denke 9 Uhr, 3 Uhr. Ich werde auch den Ball etwas weiter hinten im Stand spielen, damit ich möglichst den Ball zuerst treffe. Das empfehle ich alle meine Anfängerschüler, aber Güterschüler auch. Oh, das lief gut. Hast du US Open geschaut am Wochenende? Der Rory McIlroy hat zwei solche Putts vorbeigepaddelt und die waren viel schwieriger, als man denkt. Wie hier gibt es Break. Ich muss mich zwingen, mit genügend Geschwindigkeit zu putten, sonst rollt er nach rechts runter. So, lass uns mal sehen, was passiert. Der knallte gegen die Stange. Ich glaube, da ist Farbe weg von der Stange. Aber manchmal ist es notwendig, ein bisschen doller zu putten, damit der Ball nicht so viel Break annimmt. Aber es ist mit Gefahr. So, ich habe mich ein bisschen gerettet an diesem Loch. Darüber freue ich mich. Loch Nummer 5 ist ganz sicher das schwerste Loch hier in Lüttesburg. Das ist ein sehr langes Par 3 und da ist, egal wo du schaust, Wasser. So, was ich jetzt tun werde, ist vorliegen. Oh, ich habe den Ball super getroffen, aber du ahnst, was passiert ist. Der Ball ist zu weit geflogen. Und das ist das Nächste, was wir lernen müssen. Wenn wir vorliegen, müssen wir richtig vorliegen. So ist es wichtig zu wissen, dass bei einem Handicap von 36 ist Wasser nicht so schlimm. Das war der erste Schlag. Es gibt nur einen Strafschlag. So, ich werde wieder meinen Kreuzungspunkt finden, suchen und dann auf der Verlängerung der Linie werde ich jetzt beliebig zurückgehen. Und ich werde jetzt was Wichtiges tun. Ich gehe so weit zurück, bis ich einen vollen Schwung machen darf mit meinem Sandwich. So, wir haben gesagt, 60 Meter ist mein Sandwich-Entfernung. Das sind jetzt 60 Meter. Und jetzt kann ich einen vollen, ruhigen Schwung machen. Und das ist wesentlich einfacher als der halbe Schwung. Und auf jeden Fall ist das der Fall auch für einen Spieler mit weniger Erfahrung. So, jetzt geht's los. Jetzt fliegt er die 60 Meter. Bisschen zu weit, aber Mitte vom Grün. Der Fehler, den ich jetzt mache, ist sehr, sehr typisch. So, das Gefälle nach rechts. Und ich patte den Ball. Und was macht der Ball? Ich habe nicht genügend Break einkalkuliert. So, wenn du merkst, es gibt Gefälle, dann merk dir bitte Folgendes. Immer mehr nach links, wenn links höher ist, zielen, als was du meinst richtig ist. Weil 80% der Zeit, wenn ein Spieler von hier spielt,
ich rede auch über bessere Spiele, verpassen sie das Loch auf der tieferen Seite. Und jetzt, da ich nicht richtig gezielt habe, habe ich Stress. So, ich denke wieder an den rechten Fuß. Glück gehabt. Aber würde ich mir Break einkalkulieren, könnte ich vielleicht mehr einlochen. Loch 6 ist wieder ein Par 5, 447 Meter. Par 5 sind für viele Anfänger schwierige Löcher. Aber ist es wirklich so? Überleg mal, wenn du viermal dein 100 Meter, 110 Meter hier schaffen würdest, den Ball gut treffen würdest, wärst du schon am Grün. Und wenn du dann einen Chip machen würdest und zwei Putts, was wären das? Eine lockere 7. So, wenn man es so sieht, kann man diese Löcher spielen. So, zu diesem Abschlag, du denkst bestimmt jetzt, warum nimmt er nicht sein Holz 5? Das hat damit zu tun, dass da Busch da vorne ist und mein Ball soll weiter fliegen. Also nicht die Gesamtlänge, sondern die Fluglänge soll weiter sein. Und das ist sehr oft besser mit den Eisen. Du wirst den Ball leicht in die Luft mit deinem Eisen bekommen. So, ich nehme mein Eisen 7. Ich habe den Ball eine Fingerbreite hoch geteet. Ich werde auch den Ball ein bisschen weiter vorne im Stand spielen, also Herzhöhe, wie ich das mit dem Holz 5 mache. Und ich werde jetzt normal schwingen. Und der Ball segelt über das böse Raff. Mein zweiter Schlag ist leichter. Das Fairway ist schön bereit. So, es ist Zeit, mein Holz 5 vom Boden einzusetzen. Das kannst du auch aus höhere Handicap spielen. Hauptsache, du bekommst es hin, dass die Sohle den Boden berührt. Das verlangt sehr weiche Hände. Und man muss sich trauen, sich aufzudrehen und durchzuschwingen. Und im schlimmsten Fall werde ich jetzt den Ball toppen, aber dann rollt er 100 Meter. So, ich werde so locker wie möglich bleiben. Und boah, der Ball ist schön geflogen, obwohl ich wirklich null Kraft da eingesetzt habe. So, jetzt habe ich Länge gewonnen. Das war bestimmt um die 150 Meter, was für ein Handicap 50 Spieler absolut Bonus ist. So, irgendwas werde ich wieder falsch machen. Vielleicht kannst du das sehen. Oh. Da toppe ich den Ball in das Wasser. Warum? Weil beim Probeschwung habe ich nicht den Boden getroffen. So, schaue immer, dass du beim Probeschwung genau so schwingst wie mit dem Ball. Diese Schwinge, die ich machte, waren viel zu vorsichtig. Da musst du genauso entschlossen spielen und den Boden leicht dabei berühren. Jetzt muss ich mich wieder retten. So, Ball leider nicht gefunden. Also, ich droppe den auf der Verlängerung der Linie, Kreuzungspunkt, Knie hoch. Hab zum Glück Rückenwind, 100 Meter, das ist genau mein Eisen 7. Ich muss den Ball ein bisschen hinten spielen im Stand, weil der Ball im Semiraff liegt. Und so kann ich den Ball zuerst treffen. Oh, das war besser. Ich bin wieder im Geschäft auf dem Grün. Der Ball liegt etwas höher als das Loch. Jetzt weiß ich, dass ich defensiver putten muss. Oh, ist das schön, eine Pitchmarke wegmachen zu können. Das heißt, dass man einen guten Schlag gemacht hat. Okay, so jetzt weiß ich, dass es leicht bergab ist. Mein Probeschwung ist genau wie der Schlag, wie der Putt.
Also genau wie beim langen Spiel. Und jetzt wird die Länge stimmen. Go, 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 go. Oh, knapp. Aber das ist in Ordnung. Zwei Putts. Das ist das Ziel. So, wie viel habe ich da gebraucht? Abschlag war gut. Zweite war gut. Dritte ins Wasser geschlagen. Strafschlag 4. Fünfte aufs Grün. Zwei Putts 7. Double Bogey. Was möchte man mehr? So, mein Ziel, 18 über Par oder besser zu schaffen, sieht gut aus. Aber du siehst, es wird nicht einfacher. Und ich muss meine Runde irgendwie zusammenhalten. So, ich werde wieder meinen sicheren Schläger nehmen, das Eisen 7. Das ist übrigens noch ein Par 5. Und direkt in den Wind, da sieht man die Windmühlen, die zeigt so schön die Windrichtung. Und ich will den Ball lieber ein bisschen flacher schlagen. Das ist auch wichtige Information für Anfängergolfer. Und wie ich das tue, ist folgendes. Ich spiele den Ball etwas weiter zurück im Stand, also ein bisschen mehr zum rechten Fuß. Und dann, das wird dich vielleicht überraschen, ich schwinge langsamer. Langsamer erzeugt weniger Spin und der Ball fliegt flacher. So, du siehst, ich richte mich immer wieder aus. Das ist das A und O hier auf diesem engen Platz. Oh, das fühlte sich gut an. Und der Ball flog für ein Eisen 7 recht flach. Ich habe so Länge gewonnen. Vielleicht ist der Ball 1-2 Meter nach vorne gerollt. Ein kleiner Bonus. Aber Ball weiter rechts und langsame Schwingen. Yes! So, ich habe die Mitte von der Mitte vom Fairway getroffen. Damit bin ich sehr glücklich. Immer noch habe ich diesen Wind stark von vorne. Und ich werde was tun, was du vielleicht nicht machen würdest. Ich nehme wieder ein längeres Eisen, also ein Eisen 5. Und warum? Weil ich den Ball wieder flach spielen möchte. Ich werde aber irgendwas tun, was den Schwung und das Treffen so viel einfacher machen wird. Ich werde super langsam schwingen. So, genau wie da am Abschlag. Nur dieses Mal werde ich ein bisschen mehr nach unten schlagen. Ich werde versuchen, Bodenkontakt zu spüren. Ich muss nur warten, da spielen noch Leute vor mir. Wir sind etwas zu schnell. Okay, so wieder Mitte, Bahn, Ball rechts, dieses Mal mit Boden, aber so weich wie möglich. Ich weiß nicht, ob du die Grasenstücke fliegen gesehen hast. Das ist gut. Das ist gut. Das ist meine Sicherheit. So, zwei Dinge habe ich gemacht, um besser zu treffen. Ich habe Boden mitgenommen und ich habe langsamer geschwungen. Und so kann man auch mit längeren Schlägen, wie in Eisen 5, klarkommen. Ich darf noch nicht aufs Grün. Es ist zu weit. So, ich werde vorliegen. Aber leider werde ich jetzt wieder einen Fehler machen, was ganz typisch ist bei höheren Handicaps. Oh, das war ein Luftschwung. Und warum? Weil ich mich aufgerichtet habe. So, es ist wichtig, dass du deinen Wirbelsäulewinkel von der Perspektive und von der vorderen Perspektive beibehältst. So, jetzt habe ich einen spannenden Schlag. Über Wasser auf ein Inselgrün. Und ich werde es schaffen. Und was ich denken werde und was ich vorschlage, dass du tust, ist, denk flach. Ich möchte den Ball so flach wie möglich schlagen. Ich habe ein Sandwich, das sind 65 Meter zur Fahne. Ich werde es denken und dann erklären, warum ich es getan habe. Flick, Baby. Oh. Da hinten ist das Schlosspark. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, aber da hinten ist eine Bank. Da habe ich öfters gesessen. Meine Kunden, die mich besuchen von überall in Deutschland, Österreich, Schweiz,
besuchen diesen Park und sind alle davon begeistert. Oh, was ist das? Jemand hat eine Brille vergessen, direkt am Loch. Okay. So, wenn ich versuche, Break zu lesen, dann gucke ich das gesamte Grün an. Und was ich sehe, ist, dass da höher ist als da. So, also es muss ein bisschen nach rechts sein. So, ich ziele auf die linke Kante. Oh, zu viel. Da, 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 da. So, noch zwei Löcher. Werde ich mein Ziel erreichen? Wenn du ein Dogleg spielst, also das ist eine Bahn, die einen starken Knick nach rechts oder nach links macht. Diese Bahn macht einen Knick nach rechts. Dann nicht abkürzen. Da hinten ist das Grün. Ich könnte jetzt Tiger Line spielen und vielleicht ganz nah ans Grün kommen, aber dann kommen die Bunker im Spiel und noch schlimmer, das hohe Raff. Immer Raff und Aus vermeiden. Da bekommst du einen Strafschlag und Längenverlust. So, ich werde mit meinem Eisen 7 ganz locker das Fairway entlang hier links schlagen. Den habe ich ein bisschen getoppt, aber da ich sicher gespielt habe, liegt dieser Ball wunderbar im Spiel. Oh, das war ein Divot. Aber mit dem Ergebnis kann ich leben. Der Boden ist ja sehr weich. Das wäre ein schöner Haarschnitt für mich. Sich gut auszurichten beim Putten ist das A und O. Du weißt, was wir geschafft haben, oder? Ein Paar. Das sieht gut aus. So, das letzte Loch haben wir geschafft, falls du bislang geschaut hast. Vielen Dank. Ich hoffe, dass du wirklich das genossen hast und vor allem davon profitiert hast. So, heute war ein guter Tag für mich, wenn ich ein Handicap 50 Spieler wäre. Bei meinem echten Handicap wäre heute eine absolute Katastrophe. Aber es geht darum, dein Handicap zu spielen. Und wenn du dein Handicap spielst, dann bist du der Sieger. So, obwohl es gut läuft, dass ich viele Punkte habe, werde ich ein Eisen 7 nehmen, weil ich will diese schöne Runde nicht kaputt machen. Und außerdem ist dieses Par 4 schön eng. Boah, ist da Wind. Der Ball ist so gestiegen. Ich habe noch weit zum Grün an diesem Par 4. Also möglich einen langen Schläger nehmen, oder? In diesem Fall nicht unbedingt. Immer schauen, wie die Landepunkt aussieht. Nur wenn ich ein Eisen 7 nehmen würde und meinen 100 Meter schlagen würde, dann wird es recht eng da hinten. Da wartet Penalty Area etc. auf mich. Aber wenn ich mein Eisen 9 nehme, mein 80, 90 Meter schlage, dann ist es breiter. Wenn du mich fragen würdest, als höhere Handicap-Spieler, was ist der leichteste, schnellste Weg, das Handicap zu verbessern, dann würde ich sagen, durch Putten. Ein besserer Spieler braucht viel weniger Putts. Und dahin zu kommen, besser zu putten, ist der leichteste Weg, den Score zu verbessern. Wenn du zum Beispiel viel weiter schlagen möchtest, die Eisen noch genauer treffen möchtest, die Hölzer genau treffen möchtest, das ist erstmal ziemlich schwer. Aber wenn du Zeit auf dem Puttinggrün verbringen würdest, das
ist dein Schlüssel, um dein Score zu verbessern. Aber was ist der wichtigste Schlag überhaupt? Ich finde, das Eisen. Wenn du ein Eisen 8, 7 gut, solide treffen kannst, dann bist du auch in der Lage, mit dem Driver klarzukommen, mit dem Fairway Holz. Mit diesem Schläger kannst du die Grüns treffen oder in die Nähe der Grüns kommen. Und dann wirst du besser scoren. So, viel Zeit Eisen widmen. So, jetzt da ich so schön vorgelegt habe, habe ich eine wirklich ganz nette Entfernung. 80 Meter, du weißt, welche Schläge das bedeutet. Komm, komm, komm.